Liebe Zuschauer, ein allerherzliches Willkommen bei Blaupause TV. Heute ein Thema, was dich vielleicht interessieren könnte, denn viele stellen sich die Frage, was ist denn eigentlich unsere Aufgabe hier? Was ist unsere wahre Mission hier? Was tun wir denn eigentlich hier, außer Essen, Trinken, Schlafen und noch ein paar Vergnügungsabsichten, die wir alle haben? Was könnte so eine Mission sein? Hast du deine schon gefunden? Dann schreib sie in die Kommentare. Und wenn nicht, ist genau das Video vielleicht für dich, denn ich spreche mit Gor Razadin genau über dieses Thema. Herzlich willkommen, lieber Gor. Ich grüße dich, lieber Patrick. Ich grüße alle unsere Zuschauer und Zuhörer. Willkommen. Ich steige ja immer ganz gerne ein, weil ist ja gerade das macht ja deinen Charme aus, dass du eine dezidierte Meinung und eine ganz spezielle Meinung oft zu diesem Thema hast. Oder sagen wir nicht Meinung, vielleicht ist es besser eine Einsicht oder Erkenntnisse. Und ich hoffe, du kannst uns in dieser Sendung so ein bisschen einen Einblick geben, wie du die Sache siehst. Wir könnten natürlich da irgendwie einsteigen. Kennst du deine Mission? Was ist deine Mission? Wie gestaltest du das für dich? Was ist das für dich der wahre Kern eigentlich vom Leben? Ist das eine Frage, mit der du was anfangen kannst? Also die stellst du jetzt direkt auf, an mich quasi. Ja, wäre ja ein guter Einstieg, dass man so weiß, okay, warum machst du das, was du machst? Ja? Ist ja oft so, dass wir von Menschen lernen, und es geht mir gar nicht jetzt um Guru und Vorbilder, aber wir lernen ja oft durch die Einsichten und Erkenntnisse, die Menschen haben und uns vielleicht weitergeben, wo wir dann irgendwo am Ende sagen, von der Warte habe ich das noch nie betrachtet, von dem Blickwinkel habe ich es noch nie gesehen. Und das soll vielleicht auch ein bisschen das Ziel sein der Sendung, den Horizont ein bisschen aufzumachen und dass vielleicht der geneigte Zuhörer und Zuschauer versteht, ah, so habe ich das noch nicht gesehen, ich mache mich mal auf die Suche nach meiner Mission. Okay, dann hast du mich gleich persönlich gepackt. Ja, ich wollte abstrakt einsteigen, aber ich mag so die Gespräche mit dir. Wir besprechen überhaupt nicht im Vorfeld, worüber wir reden, ja, und dann kurz davor Thema kreiert und los geht's. Ne? Mission, das Erste, was mir jetzt in den Sinn kommt, ich würde das schon unterscheiden von so normalen Aufgaben, ne? Also von Erfüllung dessen, was dir sowieso liegt, was du gut kannst. Ja? Ich sehe oft, dass Menschen bei diesem Wort Mission sowas wie Job in ein bisschen übergeordneten Sinne dann vorführen. Also bei mir ist das ganz groß geschrieben, dieses Wort. Und ich glaube, das klingt nur für sehr praktisch angelegte oder materialistisch angelegte Menschen zu hochgestochen oder übertrieben, wenn man sagt, okay, meine Mission ist, die Welt zu retten. Ja? Natürlich ist das gemeint, dass viele daran beteiligt sind und niemals irgendeine Wesenheit. Ne? Dennoch, also wenn ich in dieser Sparte gleich so dick auftrage, dann ist die Unterscheidung doch klarer, was ich zwischen einer normalen Aufgabe und einer Mission meine. Ja? Nämlich, dass es sowas sehr Großes gibt, dem man sich zur Verfügung stellen kann oder sich verpflichten kann. Also wirklich groß, fett und pathetisch geschrieben. Und hier ist nicht zu lachen. Es gibt diese Jobs, besonders in solchen Zeiten, die wir jetzt erleben, so eine Endzeit, da gibt es viele ganz große Jobs. Und ja, da suchen Menschen und Nicht-Menschen, Hyperraumwesenheiten, händeringend nach Willigen, diesen Job zu erledigen, jetzt mal amerikanisches Wort. Ja? Job im Sinne Mission nicht als einfach irgendein Ideal, sondern als praktische Arbeit. Ja? Also das ist die zweite Facette, die ich betonen will. Das ist nicht einfach ein Wunschbild, ja, sondern es ist tatsächlich eine reale Arbeit. Wenn sie nicht erfolgt, dann ist das eine nicht erfüllte Mission. Und wenn wir das so groß packen, ja, dann will ich auch noch sagen, es ist gut, wenn wir hier illusionsfrei bleiben. Ne? Beispiel, wenn man sagt, okay, meine Mission ist Weltfrieden. Ja, da sage ich, nein, es ist keine Mission, das ist eher ein Wunsch.
oder das ist eine sehr allgemeine Zielsetzung, die jetzt genau in dieser Zeit nicht realisierbar ist. Insofern ist das keine Mission, keine reale Aufgabe, aber berechtigte Zukunftsvision. Ne? So. In diesem Sinne kann ich ja schon unterscheiden von so kleinen, normalen, praktischen Lebensaufgaben und von diesen Wunschbildern, Zielen und oft Wunschkonzerten. Mission ist ja irgendwo dazwischen. Einerseits groß und dann andererseits praktisch. So, das wäre so mein erster Gedanke zum Thema. Mhm. Es ist ja für viele gar nicht auseinanderhaltbar, ja, das Thema Aufgabe, Lebensaufgabe, was widme ich mich einem Ziel, wenn ja, wie groß soll es sein? Du hast vollkommen recht, in der Gesellschaft wirst du ja oft belächelt, wenn du sagst, ich habe große Ziele im Leben. Die können irdisch sein, die können aber natürlich auch deutlich drüber hinausgehen. Und es ist für viele schwierig, das dann auch klar zu kommunizieren. Denn so den Eindruck habe ich zumindest gewonnen, auch in den letzten Jahren. Wenn man ganz klar weiß, wo man hin will, fühlen sich gerade die, die es nicht wissen, ein bisschen herabgesetzt und belächeln dann oft das Ganze. Mhm. Sei es jetzt, ist ja egal, ob es jetzt Weltfrieden ist oder ich will was aufbauen, eine Community, Geld verdienen, eine tolle Partnerschaft haben. Ziele gibt es ja genügend, ne? Aber ist das wirklich der Sinn? Ist es wirklich die Aufgabe von uns, genau das? Klar, wir müssen schon irgendwie dafür Sorge tragen, dass wir vernünftig leben, der Körper gut versorgt ist, dass wir überhaupt erstmal in der Lage sind, eine Aufgabe zu übernehmen, egal welche. Und nachdem wir eine Aufgabe übernommen haben, stellen wir uns dann vielleicht viel später die Frage, was ist eigentlich das Ziel der Aufgabe? Insofern sind das ja zwei verschiedene Sachen. Ja, ich kann auch Mission von der Aufgabe unterscheiden durch ein Zusatzwort Meta, ne? Meta-Aufgabe oder Meta-Ziel. Es gibt Ziele, wie du sagst, wie Sand am Meer, und nicht jeder davon ist Mission, nicht jede Aufgabe ist Mission. Also es gehört schon Format dazu und vielleicht noch eine Facette. Mission ist nicht etwas, im Unterschied zu normalen praktischen Lebensaufgaben, nicht etwas, was du auf jeden Fall gewinnst. Daraus ziehst. Ja? Hier kann auch eine Facette oder eine große Facette dabei enthalten sein, die man Dienst nennt. Ja? Und auch ruhig ganz groß, Dienst an der Schöpfung. Ja? Oder hier sind wir schon im Bereich von Pflichten, ja, und nicht von Gewinnen. Und das ist auch ein gutes Unterscheidungskriterium, weil wenn du etwas für dich erarbeitest, was ja auch legitim ist, ja, dann ist das eine praktische Aufgabe in deinem Leben, aber sag nicht, dass meine Mission ist, ne, gesund zu werden oder meine Mission ist, ne, reich zu werden oder sogar meine Familie gut zu versorgen. Das sind keine Missionen, das sind Aufgaben, die sind alle in Ordnung, aber Mission bedeutet auch unter Umständen das reale Risiko, oder sogar ein Faktum eines Verlustes. Ja, das heißt, aus meiner persönlichen oder egoistischen Perspektive wäre das kontraproduktiv, würde ich nicht machen, aber ich habe eine Mission, ja, und deswegen ist mein Wohlergehen nicht zwingend ein Parameter der Mission. Ja, manchmal gibt es Ecken im Leben, wo du sogar dein Leben, ne, in die Waagschale bringen kannst, sollst, und das ist graduell, ja, das ist so gleich der höchste Satz, ja, erwähnt, aber so, also dieses, was habe ich davon, ne? Bei Mission stellt man die Frage eigentlich nicht, ja, was habe ich denn davon? Du hast genau davon, du hast die Mission für dich gewählt, du erfüllst sie und das ist dein Gewinn. Ja, unabhängig davon, ob du Geld dabei verlierst oder gewinnst, ob du Freunde gewinnst oder verlierst und so weiter. Ja, also hier ist eine Trennlinie von dem normalen, normalen Bewusstsein, was der Mensch normalerweise anstrebt, ja, dass er irgendwie gut rauskommt, ja, als, nicht als Verlierer. Ja, das ist noch eine gute Trennlinie. Ich glaube, jetzt sind wir ziemlich genau am Kern der Sache. Ich leite mal eine kleine Geschichte ein, die mir genau vor ein paar Tagen am Lagerfeuer genauso durch den Sinn gegangen ist. Denn ich habe mir nämlich auch diese Frage gestellt, was machst du denn eigentlich? Ja, was kann man noch machen oder sowas? Wir sehen ja die Zustände da draußen und ich muss jetzt sehr vorsichtig formulieren wegen YouTube und diverse andere Organisationen. Aber ich habe mir die Frage gestellt, wann langt's denn eigentlich?
Wann langt es denn eigentlich? Wie lange wollen wir denn noch zugucken, was hier passiert? Mhm. Wann kommen wir denn wirklich ins Handeln und reden nicht nur drüber, sondern gehen mal in die Aktion? Und ja, sehr schnell war dann die Diskussion am Lagerfeuer. Aber das bedeutet ja das. Und genau das ist das Thema. Ihr sagt, ja, es kann bedeuten, dass du deine Freiheit verlierst, dein Leben, alles, was du dir drumherum aufgebaut hast oder sowas. Aber es gibt ja Menschen, die hören diesen Ruf hier, nicht hier, hier. Und ja, und ich stelle mir wirklich die Frage oder sowas, wann langt es, wann reicht es jetzt? Weil irgendwo die rote Linie ist so lange überschritten, das sehen wir ja überhaupt. Ich verstehe schon sehr wohl, dass man auch spirituell argumentieren könnte, das muss alles so passieren, damit gewisse Prozesse in Gang kommen. Ich sehe das aber ein bisschen anders. Ich sehe das vielleicht bin ich da auch pragmatisch genug. Ich denke mir, irgendwann muss doch mal einer sagen, so, jetzt ist Schluss hier. Jetzt machen wir hier einfach Schluss. Wie soll ich das formulieren, ohne dass es... Ich glaube, ich formuliere es gar nicht aus, weil ich glaube, die meisten Leute wissen, worauf ich hinaus will. Ja, da geht's ja schon los. Es ist ja schon so. Hier ist schon die erste Hemmschwelle. Ich kann ja gar nicht klar artikulieren, was ich eigentlich... Ja, du willst, dass du nie gesperrt wirst. Und das ist in Ordnung. Ja, ne? Das ist ja genau der Punkt. Ne? Oder so. Oder dass irgendwelche Trupps bei mir vor der Tür stehen. Aber es sind also natürlich für diejenigen, die zuschauen, sind natürlich rein hypothetische Gedanken. Aber ich glaube, wir wissen, worauf es hinausläuft. Ja? Und da empfinde ich ja eben nicht, das ist eine Aufgabe oder ich habe mir das im Leben ausgesucht, sondern das ist ein Ruf, der wo irgendwo herkommt. Ja, wo der Twist auch in mir entsteht, folge ich dem jetzt und zwar, weil du kannst dem auch nicht halb folgen, das geht nicht. Du kannst entweder sagen, alles oder nichts, all in. Es gibt nichts dazwischen. Ja. Patrick, also das Wort Ruf auch noch, ja, wichtig. Das ist eine Sache, ich habe die Mission mitgebracht, diese Inkarnation, die habe ich schon jahrtausendlang verfolgt und so weiter. Und dann bin ich wieder bewusst geworden, nehme wieder die Fährte auf. Ne? Und es gibt sowas wie jetzt. Viele werden berufen, ja, durch Ereignisse, durch die Zeitqualität, durch die Notwendigkeiten, ne? Und erkennen plötzlich die Notwendigkeit und die eigene Pflicht, ja, und das erkennen sie im Herzen. Wir haben vor kurzem da mit Freunden über Intelligenz gesprochen und über Intelligenz des Herzens. Das kann man auch in Verbindung mit Mission bringen. Das ist nicht etwas, was rein kalkulatorisch herstellbar ist, ne, eine Mission. Das ist etwas, wo dein Herz seine große Meta-Aufgabe sieht und das ist so mit diesem Ruf verbunden. Das ist unverkennbar. Ja, das ist etwas, was du nicht denkst im Kopf, sondern das weißt du im Herzen und formst dann die entsprechenden Gedanken im Kopf noch dazu. Also dieser Ruf und verbunden dazu Berufene. Ne? Es werden viele Menschen jetzt berufen und manche spüren das, aber haben kein Konzept. Ja? Können sie nicht anordnen, zuordnen und suchen halt weiter, ja, nach Begründungen, dann nach Möglichkeiten. Die anderen verstehen, was notwendig ist, kneifen aber, ja, weil das zu groß ist, weil das zu riskant ist, ne? Und wie der Jeschua Genotri, Jesus von Nazareth, schon sagte, ja, viele sind berufen, wenige auserwählt, ne? Und unter diesen, viele, wenige sind berufen, noch weniger auserwählt, genau genommen. Ne? Es ist jetzt direkt eine Empfehlung aus der Hüfte geschossen an alle unsere Zuschauer und Zuhörer. Wenn du deinen Ruf spürst, geh nicht das größte denkbare Risiko ein, dem nicht zu folgen. Ja? Du denkst, das große Risiko ist, dem zu folgen. Nein, das größte Risiko ist, dass du dem nicht folgst. Ja, also der Preis wird sehr hoch sein, kommt vielleicht ein bisschen später als im ersten Falle, aber wird auf jeden Fall größer sein. Also folge dem Ruf und mache aus dir, aus dem Berufen einen Auserwählten, weil nur du das machst, ja? Damit es klar wird. Wenn dich eine Instanz auswählt, dann bist du Ausgewählter, und nicht aus Erwählter. Hallo, ich bin Patrick von Blaupause TV und ich möchte dir ein einzigartiges Gerät heute zeigen. Den Harmony.
Das mir einzig bekannte Gerät, was auf physikalischer Basis Elektrosmog und Erdverwerfungslinien komplett entstört. Das Ganze kann man im Labor nachweisen. Ich nutze das Gerät seit über 7 Jahren und mit mir mehr als 1000 zufriedene Kunden. Schaut mal auf dem YouTube-Kanal, ich habe mit dem Entwickler schon mehrere Videos gemacht zu diesem Gerät. Ein großartig funktionierendes Gerät. Die allermeisten stellen schon in der ersten Nacht eine deutliche Verbesserung fest von ihrem Schlafverhalten und sie sind ausgeruhter, fühlen sich besser. Und natürlich geht es auch darum, ja, seinen Körper etwas Gutes zu tun. Deswegen gehört dieses Gerät in jeden Haushalt. Übrigens, den gibt es auch als mobile Variante zum Umhängen. Schau dich mal auf der Homepage um. Du findest alle relevanten Daten unter diesem Video. Erster Link. Und das Ganze ist ein Affiliate-Link. Ich erhalte also eine Provision. Und du unterstützt damit Blaupause bei seinem Programm, bei seinem Content und hilfst mir dabei, diesen Sender weiter in dieser Form und in dieser Qualität betreiben zu können. Ich danke dir und freue mich, wenn du es probierst. Übrigens, 3 Monate Geld-Zurück-Garantie sprechen für sich. Teste es, probier es aus. Und jetzt geht's weiter mit der Sendung. Also nur deine innere Tat, ja, aus deinem Ethos, aus deinem Gewissen heraus, aus deiner Stärke, aus deiner Größe, vielleicht künftiger Größe sogar, ja, dieses sich auswählen und eintreten quasi in Dienst, sich in Dienst zu stellen, macht dich zum Auserwählten vom Berufen. Sonst wirst du vom Berufen zum Abgewählten herunterdegradiert und das war's dann. Ja? Solche Chancen kommen nicht immer, nicht in jedem Leben. Und das ist jetzt wichtig, das zu begreifen, dass niemand wird dich dreimal dann drum betteln, dass du sozusagen in Gottes Armee hier eintrittst, sondern es wird einmal die Türchen, das Türchen aufgemacht, entweder machst du mit oder du bist weg. Ne? Mhm. Und dieses diesen Ruf, ja, was Patrick jetzt uns gesagt hatte, das ist jetzt eine wesentliche Sache. Das heißt, eine Mission wird ja plötzlich auf den Tisch geknallt. Ja? Du hast nicht gewusst, du hast immer gedacht, ich bin doch eine kleine Gurke hier. Ne? Und ich? Ja, wie ich? Um Gottes Willen. Ja? So, ernst nehmen. Das ist die Zeit voller Wunder. Und wenn ein Ruf ertönt, ja, nimm es ernst. Ja? Ruf, Berufung, Herzensintelligenz, Mission. Ja, das haben die Schlüsselwörter. Mhm. Der Witz ist ja, oder eigentlich ist es ja kein Witz, wenn das kommt oder wenn das so ist, diese Gedanken da sind, du weißt ganz genau, was du zu tun hast. Mhm. Der Plan liegt offenbar, der liegt auf dem Tisch. Ich kann jetzt nur für mich sprechen, ich wüsste es ganz genau. Es ist nicht, wo du sagst, da müsste ich noch drüber nachdenken oder da muss ich mir noch Erkundigungen einholen oder einen Schlachtplan machen, einen Ablaufplan, sondern es liegt eigentlich offen auf dem Tisch. Ja? Das wäre notwendig. Ob das... Aber auch mit dem ungewissen Ziel, ob es funktioniert oder nicht. Das ist irgendwie auch noch Inhalt des Ganzen, habe ich den Eindruck zumindest. Es ist nicht garantiert. Da kommt keiner und sagt, ja, ja, mach das und dann passt das. Dann wird es auch funktionieren. Aber ich denke mir immer, wir alle lieben so Filme, ne, wo es um Freiheit geht, wo freie Männer sich ihre Freiheit erkämpft haben. Wir lieben diese Filme, wir gucken sie sehr gerne. Wir handeln nun nicht danach, wir handeln nicht wie unsere Vorfahren. Ja? Und ich frage mich, wieso? Wieso nicht? Ja, um es jetzt mal auf die höfliche Art und Weise auszudrücken. Ja? Wir triggern uns ja an, wir spüren das, es geht ja in Resonanz mit uns. Wir würden diese Filme ja nicht gut finden, ja? Wenn nicht in irgendwas in uns in Resonanz gehen würde. Aber wir kommen nicht auf den Punkt zu sagen, ja, das ist doch schon die Lösung, die ist doch da. Wir müssen sie nur tun. Aber eben nicht alleine, sondern ne, ja, manchmal geht einer vor und 2 kommen nach und wenn 3 da sind, schließen sich die nächsten 5 an. So ist es ja oft, aber ne, ja, das ist etwas, was ich... Will ein bisschen dämpfen, ja, dass du das Bild jetzt malst, sehr wichtig ist, ja, die Grundmotivation und Entschlossenheit. Und wo hier die Gefahr oft lauert, wenn Menschen erwarten, dass im Paket die Aufgabe und Mission, Ruf, gleich auch die Erklärung kommt, dann wird diese Erwartung oft nicht erfüllt. Ja? Das heißt, sie ahnen, was zu tun ist, was ist die Richtung quasi, aber sehen nicht, was genau spezifisch und nicht wie. So, das bedeutet, dass du das entwickeln musst, dass du das entfalten, entwickeln, kreieren musst. Das ist halt, niemand hat das noch entwickelt und niemand wird dir diese Antwort liefern, sondern das gehört dann zu deiner Aufgabe, dass du das was spezifizierst und das wie entwickelst, ja,
Und dann bist du halt der Kreator, ja? Also nicht der Befehlsgeber. Darauf muss man auch gefeit sein, dass wir nicht einfach von irgendeinem Engel in die Hand genommen werden und alles wird erklärt und dann bist du auf der sicheren Seite. Du hast einen perfekten Plan von Gott und dir ist auch der 6. im Lotto am Ende ja garantiert. Nein, es ist dann wäre das keine Mission. Das wäre grundlose Belohnung. Ja? Sowas ohne Risiko, ohne Arbeit wäre eine grundlose Belohnung. Ja? Wenn du selbst nicht machen musst, nur reine Befehlsausführer wärst. So, warum, wieso sollte dich jemand grundlos belohnen? Man rechnet mit dir, dass du aus deinem Pflichtbewusstsein heraus, aus deinem reifen Bewusstsein imstande bist, nicht nur die Mission zu erfassen, sondern auch die Einzelheiten zu kreieren und selbst die Managementaufgabe zu übernehmen. Ja, das ist so ein bisschen eine Passage, die Erwartungen, zu hohe Erwartungen dämpfen soll. Mhm. Ja, natürlich, das ist ja wichtig. Nicht jeder, wie du schon sagtest, hat sofort das den Plan liegen, ne, oder sowas. Aber ich bin ja nun wahrlich kein religiöser Mensch im Sinne der Kirche, aber ich erinnere mich dennoch an das Wort, ne, oder was da geschrieben steht und auch in dem Buch. Viele stimmt ja nicht, aber einiges stimmt ja auch. Gott ist mit den Gerechten. Ja, aber da liegt ja etwas drin. Mir geht das als Symbol zu verstehen, ja. Da liegt ja das Wort Gerechtigkeit drin. Und das ist ja sogar in unserem Grundgesetz verankert, wenn man das mal genauer liest, ja, wo Unrecht herrscht, wird Widerstand zur Pflicht. Und da sind wir wieder, das haben wir das mal gedreht, wo wir sagen, ja, was sind deine Aufgaben, was sind aber deine Pflichten im Leben? Mhm. Aber das ist etwas, was wir eben uns nur selber geben können. Mhm. Oder erfahren und dann den Weg beschreiten oder nicht. Ablehnen oder annehmen, oder? Die Pflicht. Mhm. Lass uns ein bisschen spezifizieren. Welche Pflichten fallen uns noch gerade ein? Ich denke zuerst an Mann- und Weib-Pflichten, ja? Die sehr spezifisch sind, sehr verschieden vor allem sind. Ja? Bis jetzt haben wir über ganz allgemein von Menschen gesprochen. Mhm. Ja? Wenn ich in dieser Sparte hineinschaue, dann sehe ich einen großen Mangel in der jetzigen Zeit am Verständnis für die Verschiedenheit der männlichen und der weiblichen Mission und Aufgabe. Ich will jetzt nicht auf diese Gender-Idiotie schimpfen, das ist alles eigentlich alter Hut. Ja? Dennoch, auch Menschen, die gar nicht mitgehen mit diesem Wahnsinn, sind dennoch Produkte der letzten Jahrzehnte, wo diese Entwicklung ja ihren Anlauf nahm. Ja? Das heißt, wir waren schon in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts keineswegs so traditionalistisch erzogen, Großfamilie, Vater, Großvater, ja, liebende Mutter, ja, die Richtung vorgebende männliche. Ja? Wir waren schon schleichend und immer beschleunigt, immer weiter weg von diesen traditionellen oder man könnte sagen auch ewigen Tugenden oder Parametern, ne? Neutral, Parametern, ne? Die unsere Vorfahren, die zum Teil übrigens wir selbst sind in früheren Leben, nicht vergessen, ja, das Ahnen sind wir zum Teil auch selbst, gelebt haben, Jahrtausend für Jahrtausend. Und nun dann plötzlich in zwei Jahrzehnten, drei Jahrzehnten, sagen die besonders schlaue Zeitgenossen, ach, das war alles wurscht, das war alles falsch, das war patriarchalisch, das war alles macho gehabt, ne? Das hat alles keinen Sinn, wir sind so schlau, wir krempeln das alles um und machen jetzt Gleichberechtigung. Ne? Ich plädiere für Verschiedenberechtigung, nicht für Gleichberechtigung. Die Rechte und die Pflichten sind nicht gleich bei Mann und Frau, sondern verschieden. Insofern, Verschiedenberechtigung. Und sie miteinander zu vergleichen, ist ein bisschen Äpfel mit Birnen. Kannst du wirklich vergleichen, die Fähigkeit und damit auch geschlechtliche Pflicht
der Frau, nicht jede Frau, aber generell des Weiblichen, das Leben zu gebären. Womit kannst du es aufwiegen beim Männlichen? Ne? Da gibt es nichts Ähnliches. Da gibt es was ganz anderes, nämlich, dass der Mann zum Beispiel als Beschützen auftreten kann. Ja? Beschützen, bewahren und sein Leben aufs Spiel setzen, zu Not sogar sterben. Ja? Also das heißt, wir haben hier Äpfel mit Birnen. Leben auf einer Seite, Tod auf der anderen Seite. Was ist schwerer, was ist wichtiger? Ne? So. Klassischer Beispiel dafür, wie verschieden unsere Pflichten sind. Oder das Pflicht des Männlichen, Strategie zu entwickeln, Plan zu entwickeln, ne? Verantwortung zu übernehmen für strategische Entscheidungen. Und Pflicht und Recht des Weiblichen, das alles, das Gerüst, ja, das Konstrukt mit Leben zu füllen, zu energetisieren, wie ein Rohbau zu einem lebenswerten Haus wird, indem man das schön macht und warm macht und Stoffe reinkommen und Möbel und so weiter. Und davor war das einfach nur ein Rohbau. So, damit wir gleich den Unterschied zwischen männlicher Herangehensweise, Denkart und Fähigkeiten und der weiblichen auf der anderen Seite verstehen. So, skizzieren. So, wo ich hin wollte, jetzt nicht ausschlachten die Unterschiede, sondern sagen, dass Pflichten nicht identisch sind. Und das, wir erfüllen sie umso besser, je klarer uns diese Tatsache ist und je besser wir uns darauf besinnen, auf unsere Verschiedenheit / Ergänzung. Nicht Kampf. Verschiedenheit bedeutet nicht Kampf, nicht Konkurrenz, was jetzt aus dieser ganzen Idiotie geworden ist, sondern natürliche Ergänzung, weil wir so verschieden sind, brauchen wir einander. So. Das ist eine Brücke zwischen Mission der neuen Zeit und der Pflicht. Ja, männlich und weiblich, wenn man das mal als 1 und 1 zählt, ist am Ende die Summe nicht 2, weil sich die Kräfte potenzieren, wenn sie eben wirklich gelebt werden. Es ist ein Vielfaches dessen letzten Endes. Das ist ja genau der Grund, warum gewisse Kräfte frühzeitig damit begonnen haben, genau da den Keil reinzutreiben und zu sagen, wir machen alles gleich. Ja, wir trainieren, liebe Frauen, nimmt es mir nicht übel, aber es ist so, wir trainieren den Frauen jetzt an, wie man Kriege führt, ja, um es jetzt hart auszudrücken, wie man rein in der Logik arbeitet und wir trainieren es den Männern ab und sagen, nee, ihr braucht es das nicht mehr machen, eine moderne Frau macht das für euch und so weiter und so fort. Das ist genau der Punkt, warum Stärke eben gar nicht mehr entstehen kann, also eine innere Stärke, weil die beiden Pole ja gar nicht mehr gelebt werden oder nur von den, sagen wir ehrlich, Hand aufs Herz, von den allerwenigsten. Und es geht, glaube ich, auch hier gar nicht darum, es in einer vollen Gänze zu erreichen, denn natürlich hat jedes Lebewesen beide Anteile ja in sich und darf die auch leben und zum Ausdruck bringen. Das ist ja völlig in Ordnung, das ist ja gesund, aber eben nicht, wie es heutzutage gelebt wird. Ich habe einen tollen Satz vor kurzem gehört, der das eigentlich für mich auf den Punkt bringt. Vielleicht die Empfehlung an die Frauen, liebe Frauen, wenn ihr behandelt werden wollt wie eine Prinzessin, behandelt euren Mann wie einen König. Und dann funktioniert das Spiel von ganz alleine, mehr oder weniger. Ja? Das ist immer der Hinweis darauf. Ja, und es geht nicht, dass die Frau König wird. Der höchste Status, den sie erreichen kann, ist die Königin. Ja, es ist nun mal das männliche Attribut. Und da ist nichts Schlimmes dabei. Wie im Schachspiel, ja? Wie im Schachspiel, genau. Es braucht ja beide. Genauso ist es. Ganz genau. Das ist wie ein Schachspiel. Das ist noch das viel bessere Beispiel. Danke dafür. Das ist ein schönes Bild. Und das ist halt völlig außer Quer gelaufen. Und deswegen haben auch viele Männer, und das kommen wir vielleicht wieder zurück aufs Thema, viele Männer Schwierigkeiten, ihre Mission zu leben, ihre Ziele zu verfolgen, weil eben der Background der Frau, das Feminine einfach fehlt, weil der Rückenwind fehlt. Ja? Ja. Patrick, an der Stelle lass uns noch ein bisschen jammern, ja, auf einem hohen Niveau. Ich behaupte, das Männliche hat unter dieser Gleichberechtigung viel mehr gelitten als das Weibliche. Definitiv. Nicht, weil die Rechte da genommen wurden, sondern durch die Verweichlichung. Genau. Das Weibliche steckt das viel besser weg, dieses Wischiwaschi, ja, weil das irgendwie einerseits so geerdeter wird, viel besser in der Materie, im Leben, im Organischen verankert als der Mann. Also nicht, wird nie so stark geschädigt, auch im Mentalen. Und der Mann verliert tatsächlich so nicht nur den Boden unter den Füßen oder den Himmel über dem Kopf besser, ja, das, woher der Mann gespeist wird, ja, von oben nach unten, ne? Sondern auch das Rückgrat,
Ja? Also ich behaupte, dass in dieser Zeit, die alle so furchtbar männlich schimpfen, ich sehe lauter beschädigte Männer, ja, die das Männliche verloren haben, in viel höherem Maße als das Weibliche. Das ist auch eine Schwierigkeit, warum die Männer, die heutigen, so schwer es haben, seine Mission zu finden oder überhaupt etwas Hohes zu verfolgen oder überhaupt ins Auge zu fassen. Ja? Was das Männliche immer ausgezeichnet hat. Ja? Und jetzt ist ein Couch Potato ist Standard geworden. Das war früher nicht der Fall, das war früher nicht möglich. So ein Mann hätte null soziale Chancen gehabt in der Gesellschaft. Und heute ist das Standard. Und, liebe Frauen, nicht vergessen, wer diese Jungs, die mittlerweile auch graue Haare haben, erzogen hat. Mamis. Ja? Genau. Nicht gleich alles nur auf die Gesellschaft und Politik und auf die Männer schieben, sondern auch eigene Verantwortung erkennen. Wenn man dem Vater seine Pflicht und Recht nimmt, zum Beispiel einen Buben zu erzeugen oder zur Verantwortung zu rufen oder einen Klaps auf Popo geben, habe ich jetzt was Verbotenes gesagt, oder? Oh Gott, er hat gerade aufgerufen, Kinder zu schlagen. Nein, ich habe gesagt, Klaps auf den Popo. Reset-Knopf drücken, es geht nicht um Schmerz, es geht um kleine Erschütterung und um das Einrasten. Es geht nicht um das Leiden des Kindes, sondern um etwas härtere Art einzurasten. Und das macht man liebevoll bei kleinen Kindern. Wenn sie groß sind und Würde entwickeln, dann lieber nicht. Ja? So, damit wir die Kirche im Dorf lassen. Ich bin traditionalistisch, ne? Und ich sage, das ist eine Erziehungsmethode, die natürlich 0, was da ausmachen soll und nicht zum Standardmethode werden. Nur letzter Mittel. Das muss nicht gestrichen werden von der Erziehungsliste. Und wenn jemand umfällt von dieser auch unpädagogischen Aussagen, dann sage ich euch, ich sehe laute pädagogische Verbrechen, die verzogenen Kinder, die niemand auch wagt, immer in Ordnung zu bringen, wenn da in Hysterie verfallen, in irgendeinem Supermarkt und auf den Boden schlagen und wollen Schokoladka. Ne? Und weder Papa noch Mama noch irgendjemand kann das in Ordnung bringen. Das ist der Preis dieser Verweichlichung. Und der Preis dessen, dass das Weibliche dem Männlichen verboten hat, irgendwann etwas härtere Maßnahmen ab und zu ergreifen. So, und dann hat das Weibliche nicht mehr die Möglichkeit, auf den Papa zu verweisen. Wie war es früher? Ja, das Kind hat in der Schule irgendwas verbrochen. Ja, die Mama erfährt und sagt, ich werde es dem Vater erzählen. Ja, das heißt, okay, zieh dich warm an. Mhm. Es ging nicht um die Prügelei, es ging darum, dass jetzt eine Instanz die Leviten lesen wird. Und das ist verschwunden. Ich sehe dauernd, dass Kinder den Eltern Leviten lesen. Und das ist in jedem Hollywood-Film, wird das propagiert. Wie irgendwelche Grundschnäbel da, 13-, 14-Jähriger, die Leviten lesen den Eltern. Und die Eltern sind so, ach, so verständnisvoll. Die sind doch ach so modern, ach so tolerant. Ich kann kotzen. Ja. Leute, besinnt euch auf das Traditionelle, auf das Ewige. Repariert, was noch zu reparieren ist. Brauchen wir die letzten Jahre, 100 Jahre mal zurückgucken. Und es geht natürlich noch viel weiter, das Spiel. Aber nehmen wir mal die letzten 100 Jahre. Wir haben den großen Krieg gehabt. Viele Männer waren an der Front, sind nie wieder zurückgekommen. Was ist mit der Generation danach passiert? Sie sind natürlich von Müttern erzogen worden. Okay, eine Folge des Krieges. Was ist aus diesen Männern geworden? Das sind die 68er gewesen, die danach die anti-autoritäre Erziehung ins Leben gerufen haben. Und das Ergebnis haben wir heute, was du gerade gesagt hast. Ja, Kinder, die Eltern auf der Nase rumtanzen. So siehst du eigentlich, wie in 80 Jahren eine Gesellschaft vollkommen umprogrammiert wird und es nicht erkannt wird, sondern als Normalität angesehen wird. Und ich sehe das wie du, eine gesunde, dominante Position in einer Beziehung, in einer Partnerschaft, ist ja etwas, was es ja viel leichter macht. Uns hat man eingetrichtert, dass das schwieriger wird und dass das toxisch ist. Auch dem Kind. Natürlich. Ja, natürlich dem Kind. Ja, na klar. Dieser auch anti-autoritäre, als wäre Autorität ein Schimpfwort. Ja. Autorität ist gut. Ja. Das Kind braucht Vorbilder, Muster, Autoritäten. Bitte nicht anti-autoritär. Bitte autoritär. Ein guter Autorität sein. Handeln und erziehen. Oder hochnähren. Das russische Wort für erziehen ist hochnähren. Besseres Wort. Ja, wir ziehen ja nicht. Ja?
Genau, das ist der Punkt. Aber wir sehen das, und das ist die Folge dessen und ein Grund für unser Gespräch heute, warum, ja, wir haben also quasi den Grund dafür aufgedeckt, wieso die Zustände überhaupt so sind. Wie konnte es so weit kommen, habe ich vorhin die Frage gestellt. Ne? Mhm. Das ist genau der Punkt, warum es so weit kommen konnte, weil eben erstens das Familiengefüge nicht mehr funktioniert, das Spiel zwischen Mann und Frau oder Weib und Mann nicht mehr funktioniert, es einmal keine Autorität mehr gibt, und wo keine Autorität mehr da ist, ja, wird sie durch eine höhere ersetzt. Und genau das haben die Eliten ja gemacht. Sie haben einfach ihre Autorität draufgesetzt. Und was erleben wir? Die Masse folgt. Da ist kein Widerstand. Da ist also nicht mal Resilienz, wo man sagt, okay, das wollt ihr von uns, dass wir das so machen. Lasst uns mal kurz drüber nachdenken. Ist das sinnvoll, zeitgemäß? Brauchen wir das? Wollen wir das? Sondern es wird einfach gemacht. Unreflektiert. Ja, das meine ich mit ohne Widerstand. Ich rede jetzt erstmal noch nicht von den Mistgabeln. Ich rede einfach schon, im Kopf ist kein Widerstand gegen den Quatsch, der uns ständig erzählt wird. Und das ist das Fatale. Das ist was, wenn es überhaupt noch zu reparieren gilt, das Erste wäre, was man reparieren sollte. Ja? Um vielleicht zu sagen, wir haben in 2 Jahrzehnten wieder eine Gesellschaft, wir sind wieder an einem Punkt, wo das funktioniert. Und wo diese Autoritäten, die falschen Autoritäten, einfach gar keine Chance mehr haben, mit ihrer Masse an Geld und natürlich den Möglichkeiten, denen sie haben durch Massenmedien, ihre Agenda so laut und groß zu machen. Wir wissen doch alle, wer gendert denn heutzutage? Das sind doch die allerwenigsten. Das ist nur, dass wir es sehr laut. Das ganze Thema ist so laut, dass wir denken, alle machen das. Dabei ist es eine ganz kleine Kaste, die das macht. Und schaut, Freunde, das ist ein direkter Zusammenhang. Umgekehrt proportional. Je weniger Macht in der Familie, gute Macht. Man braucht Macht in der Familie. Macht macht etwas. Ja? Je weniger Macht in der Familie, je weniger Autorität in der Familie. Vater, Mutter, Großvater, Großmutter. Die sind keine Autoritäten, das alte Eisen. Je weniger Autorität in der Familie, desto leichter ist das Kind erreichbar von anderen angeblichen Autoritäten. Mhm. Durch die Medien, all die Pappnasen, sie haben umso mehr Macht über eure Kinder, weil ihr nicht mehr imstande seid zu sagen, hör darauf nicht, mein Lieber. Ja? Das ist eine falsche Information. Und er vertraut dir einfach. Ja? Er vertraut dir überhaupt nicht. Vertraut dir überhaupt nicht, weil du deine Macht ablehnst. Und da sind wir wieder bei diesen Pflichten. Ja? Wir wollen irgendwie alle so nett und lieb bleiben und trotzdem ethisch. Jetzt eine harte Aussage, das ist eine Sünde, diesen Pflichten nicht nachzukommen. Das sind ewige, große, wichtige Pflichten. Wenn du deine Kinder verziehst oder lässt sie von der verrückt gewordenen Welt da draußen erziehen, weil du keine Macht hast, dann bist du nicht unschuldig. Schuldig gesprochen. Ja, so, das ist der direkte Zusammenhang. Fehlende Macht in der Familie, fehlende Autorität des Vaters, der Mutter, dass die Kinder einfach sagen, ach, erzähl mir nichts. Soweit haben wir es, ja. Das ist direkt, steht im direkten Zusammenhang und nämlich umgekehrt proportional zu der Macht der fremden Menschen. Und ihr wisst, mit welchen Ideen sie eure Kinder dann gewinnen für sich. Mhm. Es ist, ja, das mag vielleicht für eine harte Aussage sein, aber die ist eben halt auch wahr. Und die Wahrheit ist selten immer nur schön. Und das ist genau der Punkt. Aber es ist ja genau das Wachrütteln. Ja? Wir haben jetzt sehr viel tatsächlich auch über die irdische Seite gesprochen, wie die Zusammenhänge sind, wie wir vielleicht an so eine Stelle gekommen sind, warum es überhaupt dazu kommt, dass vielleicht wenige sich heute berufen fühlen, etwas ändern zu wollen und auch den Mut dazu aufbringen, letzten Endes es auch zu tun. Aber schlussendlich gibt es diese autoritäre Instanz ja auch im Göttlichen, auch im Universum. Das ganze Universum ist auf den gleichen Prinzip ja aufgebaut. Wie würdest du das, sagen wir mal, interpretieren? Was wäre heute da ein Ruf, der da vielleicht von dem einen oder anderen wahrgenommen werden kann, wenn er denn nur wieder in die Stille kommt und zuhört? Und wo kommt der vielleicht her? Ist vielleicht auch so ein guter Einstieg in dieses Thema noch. Ja, das kann auch von ganz oben kommen. Das kann direkt von Gott kommen. Das ist keine Floskel, das ist jetzt einfach diese atheistische oder gottlose Zeit, die dir suggeriert, Gott ist entweder etwas Abstraktes oder Gott
vielleicht mit deiner Wesenheit zu vergleichen, aber es wird doch niemals mit dir da Kontakt aufnehmen, als wäre das ein Kumpel oder Freund. Ne? Das alles. Gibt es ein besseres Wort als Bullshit? Was können wir da, was für ein deutsches Wort verwenden wir dazu, das genauso stark ist und knackig? Ne? Nur Blödsinn, das ist so ähnlich. Das ist, ja, aber es ist so schwach. Bei Blödsinn. Wenn dir was einfällt, wir feiern. Ja. Ja. Aber nicht direkt in meinen Satz. So. Wahrheit ist, Gott ist ein Bewusstsein oder Leben gleich Zeichen, Bewusstsein gleich Wesenheit, das absolut imstande ist, natürlich auch persönlichen Kontakt aufzunehmen. Gott hat Persönlichkeiten erfunden, weil er eine Persönlichkeit hat in sich. Und alle Persönlichkeiten kommen miteinander, kommunizieren, in direkte Begegnung kommen. Wieso kann dich jeder Trottel da kontaktieren, aber Gott nicht? Gott ist multiple, Gott ist omnipotent, also ist er imstande und nicht überfordert dadurch, beliebig viele Menschen zu kontaktieren, wenn es nötig ist. Also ist hier nichts Unmögliches oder Abstraktes dabei. Es kann direkt Kontakt mit Gott erfolgen. Und es kann sein, dass das so selbstverständlich ist, weil Gott dir näher als dein Atem ist, dass diese Gedanken, die zwar klar sind, aber wie deine klingen, dass diese Stimme in deinem Kopf wie deine klingt. Aber warum muss das eine andere sein? Gott ist dein Kern. Vielleicht deswegen, weil das so natürlich sich anfühlt, glauben Menschen nicht, dass sie in Kontakt mit Gott sind. Das ist nicht bombastisch, da ist kein Blitz und Donner. Das ist nicht irgendeine ganz große Macht und er wird erschüttert. Nein, ganz selbstverständlich, weil wir verwandt sind, familiär. Ne? So kann es sein. Es kann auch eine andere Wesenheit mit dir Kontakt aufnehmen, die mit dir befreundet ist. Zum Beispiel irgendein Regner oder irgendein Engel, Erzengel aus den alten Zeiten, wo du noch sehen konntest, wo du noch auch mal in Dienst gestanden hast. Ne? Und jetzt in der Endzeit sammeln Leute da, der eine oder andere, ob der Odin ist oder die Huti oder wer auch immer. So seine alten Gefährten, die Garde, ja, für Aufgaben. Ja, sie haben Pläne und kann sein, dass für dich da was vorgesehen ist. Auch so eine Stimme kann erklingen und die fühlt sich anders an. Nicht als deine, sondern als die eines alten Freundes. Ja, kann also ein bisschen mit Intuition verwechselt werden, aber hier kannst du unterscheiden. Gott kann als du klingen und ein Freund aus anderen Sphären, die dich vielleicht ruft, ja, wird niemals Freund klingen, nicht wie, nicht als du. So, na, lass uns diese zwei Varianten zuerst mal beherzigen, dass wir nicht im Vakuum leben und nicht nur mit Menschen kommunizieren. Das ist absolut reale Sache, von der ich gesprochen habe. Ist für viele Menschen natürlich klar. Das wissen wir auch, unsere Zuschauer vermutlich nicht, sonst würden sie die Sendung nicht schauen, aber es ist eben für viele Menschen noch ein sehr, sehr, sehr fremd, ne, sage ich jetzt mal, fremde Welten. Mhm. Und wie oft hört man das auch, dass Leute sagen, jetzt ist das bilde ich mir ein oder sonst irgendwas. Oder verwechseln es eben halt mit dem Thema Intuition. Das ist, ich glaube, da gibt es schon Unterschiede, die man auch spüren kann, wenn man sich da ein bisschen mit beschäftigt. Weil das eine ist eben schon etwas, was dir größeren Rahmen spannt. Ne? Eine Intuition ist vielleicht etwas, die dich vor Gefahr warnt, die sagt, du kannst dich da und da entscheiden. Ne? Vielleicht das Bauchgefühl, geh mal lieber dahin. Ne? Ist vielleicht besser. Du weißt nicht wieso, aber du folgst dem Ganzen. Das ist auch nichts aus dem Herzen, das ist wie schon das Bauchgefühl. Aber wenn so ein Ruf kommt oder so ein Gespräch stattfindet, möchte ich jetzt mal sagen oder sowas, dann kommt das eben halt in der Regel schon mit einem größeren Paket daher. Ist eben jetzt nicht nur Kleinigkeiten, sage ich jetzt mal, ne? Sondern da ist schon ein bisschen mehr Substanz dahinter, um es mal so auszudrücken. So würde ich das zumindest sehen. Ja, und das ist auch mit Intuition und als andere Variante. Das kann man lernen, zu unterscheiden, indem man unterscheidet, indem man fein genau hinhört und für sich ist, bin ich, ist das ein Selbstgespräch oder ist das Gespräch mit meinem Selbst, ja, nicht innerhalb von Personen, sondern ich, der Große, der Inkarnierende, spreche mit mir, dem Inkarnierten.
ich als Inhalt, als das ewige Göttliche, als Ebenbild Gottes, mit mir als Form, mit, als jetziger Brennpunkt des Geschehens, ja, in Zeit und Raum. Ist das jetzt ein Freund oder Freundin, ja, ist nicht nur männliche Regner sind ja unterwegs, und vielleicht will mit Ostara sprechen oder Freya oder Frigg, ja, oder Athena, Athena, ja, ist, Frauen kommunizieren auch gerne, ja, oder ist das tatsächlich schon die Gottesebene? Alles ist gang und gäbe. Es ist nur so, dass wir all diese großen Sachen, weil sie nicht spektakulär klingen in unserem Kopf, als Selbstgespräche abtun. Da, hier ist ein guter Rat. Ah, achtsamer. Ja? Ein bisschen mehr Wertschätzung. In der Kommunikation passiert einiges. Es kann auch eine Mischung sein, dass du mit dir im Gespräch ist und Stimme eines Freundes klingt da, schneidet sich da rein, ja, dann hast du eine Mischung. Du, höre genau hin, ja, sei nicht so im Drehen vom Hamsterrad des Mentalen, ja, sondern höre genau hin, ja, was war das? Lernen zu unterscheiden, das ist doch eine gute Aufgabe. Und dann hast du plötzlich die Entdeckung vor der Nase, dass da ein paar große alte Freunde sind, die mit dir sehr gerne Kontakt aufnehmen werden. Lass uns in dem Zug aber ganz kurz auch das Negativbeispiel ansprechen, weil es ja auch vorkommt. Es sind ja nicht nur einige, sagen wir es mal andersrum, einige Menschen empfangen ja auch oder wir treten in Kontakt eben mit Wesen, die uns gar nicht so wohlgesonnen sind und mit Entitäten, genau. Dass wir zumindest den Hinweis noch geben, es geht nicht um blindes Vertrauen, wenn da du eine Stimme hörst, sondern wie können wir das denn vielleicht unterscheiden oder wie haben wir die Möglichkeit, du hast eigentlich das schon in angesprochen, Thema Achtsamkeit und so weiter, ist schon ein wichtiger Punkt, sich selber auch gut kennen, aber lass uns das zumindest nochmal konkretisieren, weil dieser Fall, das eben halt negative Wesen, sagen wir es mal so, uns einflüssen und den gibt es ja auch. Gut, dass du das angesprochen hast. Ja, das ist eine sehr reale Gefahr. Absolut real. Und auch die Stimme des Feindes oder des Verführers kann süß klingen. Ja? Es gibt sogar Diaboli, wie zum Beispiel Belial. Ja? Der lässt sich sogar visualisieren. Im Bild eines Engels. Also wenn Menschen mit Belial Kontakt aufnehmen, Belial einfach zum Profil, ist nicht so wie Satan, nicht so wie Achiman, nicht so wie Lucifer, das ist jemand, den man Advokat des Teufels, ne, nennt. Das ist Belial. Er erscheint immer als ein schönes Wesen oder engelhaftes Wesen. Man kann doch sogar mit Flügeln dann auftauchen für die Menschen, die das visualisieren können. Ja, also hier ist ein extremer Beispiel eines extrem professionellen Verführers. Ja, und darunter gibt es auch natürlich simplere Zeitgenossen. Aber wir vergessen nicht, niemand wird dir die Garantie geben. Das ist nur dein Unterscheidungsvermögen, das du schärfst, indem du es schärfst, indem du lernst zu unterscheiden, weil du es unterscheidest. Freund, Feind. Also dieser Regler ist sehr wichtig. Ja? Also diese zentrale Unterscheidung, glaube ich nicht. Und im Zweifelfalle lieber dreimal nachfragen, nicht sich ergeben. Das ist auch die Gefahr, die spirituelle Szene so groß gemacht hat. Ja, die geistige Welt, na, sprich mit uns und dann fertig. Channeling heißt Wahrheit. Wieso? Channeling bedeutet, jemand hat mir erzählt. Das bedeutet das Wort Channeling. Jemand hat gesagt, ach, das ist doch Erzengel Michael. Nein, jemand hat gesagt, er wäre Erzengel Michael und hat Folgendes erzählt. Ja, und Leute knien schon nieder, ja, ohne das Unterscheidungsvermögen einzuschalten. Also, wir sind im Hyperraum im Dschungel. Da gibt's Freunde. Gott sei Dank gibt es sie, wichtig zu wissen. Weil wenn du nur auf Angst bist, ja, bist du auch abgekapselt. Es gibt aber auch Feinde. Da ist ein Dschungel. Ja, also, erwachsen werden und lernen. Genauso wie auf der Straße oder in Bronx, ne? Oder in Harlem, ne? Oder in Frankfurt, ja, was mittlerweile ist ja schlimmer ist. Ne? Gibt es irgendwelche Feinde und Freunde? Ja, ein paar Wohnblöcke weiter wird schon nicht mehr gefährlich. Und so. Lernen, Geografie lernen, Personalien lernen, aber vor allem das eigene Unterscheidungsvermögen kreieren, entwickeln und schärfen. Ja.
Entschuldigung, das muss ich jetzt nochmal loswerden, aber es ist so krass. Früher haben wir den Begriff Bronx schon dafür genau oder Harlem dafür benutzt, als Synonym oder sowas. Alter, das sind harte Zustände, dort wird jetzt rau zu. Heute trifft das auf Frankfurt zu oder Berlin-Mitte. Ja, das ist, brauchen wir gar nicht mehr nach Amerika. Die Verhältnisse sind hier mittlerweile angekommen. Auch so ein Thema, wo man... Siehst du, ich habe uns beglückt. Das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Ja, 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 ja. Wahre Kulturbringer, ne? Lieber Gor, wir haben zwar die Stunde noch nicht rum, aber mein Gefühl sagt mir, wir haben es eigentlich sehr gut auf den Punkt gebracht und haben, ja, sind sehr schnell zum Kern vorgekommen, worum es eigentlich, ja, geht. Wenn du nichts noch anschließen möchtest, wäre denn noch was, was du sagst, da müsste ich noch was loswerden? Ja, ja, dann werde ich noch was los. Ich habe noch nichts, aber ich sage gleich was. Pflicht. Na, zum Beispiel. Ethos. Ich betrachte das als eine wichtige Pflicht und Parameter deiner Mission, die du findest, hörst, erkennst oder kreierst, auch eine Variante. Ja? Ein Parameter dessen ist ethisch, und zwar anders ethisch zu werden. Ne? Denn Ethos, eigentlich diese Moral von heute verdient dieses hohe Wort gar nicht, diese, nee, hohe Bezeichnung, mhm, etwas. Ne? Statt dieser sehr zwiespältiger, verdorbener Moral, nicht komplett, aber vieles ist einfach verkommen in dieser Moral. Und vieles ist schwach geworden. Ethos, das ist eine Art Gesundung, eine Art Heilung, persönliche Heilung auf deinem Territorium. Denn Ethos wiederbeleben heißt nicht nur das Alte. Das kann auch neue Züge bekommen. Das kann zukunftsträchtiger Ethos oder ausgerichteter in sich erschaffen. Das, genau das gibt dir Rückgrat. Genau das gibt dir Tragekraft für deine Mission, egal wie schwer sie sein wird. Das ist sehr wichtig, sich von dem von der schwachen Moral da draußen, vom schwachen und verdorbenen Ethos, sich zu distanzieren und den eigenen als Basis, als Fundament zu entwickeln, nicht als Häufchen Sahne, ach, ich bin auch noch Gutmensch dazu. Nein, Gutmensch ist kein Kompliment, sondern dazu gehört Stärke. Dazu gehört zu bewerten, ja, das heißt Werte erschaffen, sie auch tragen, zum Teil die, wie wir benannt haben, Macht, gute Macht, ja, Strategie, Verschiedenheit, Pflichten und so weiter. Vieles war heute im Gespräch, was im Bereich von Werten, von zwingenden Werten aus der ethischen Perspektive reingebracht werden muss. Und dann bekommst du eine plötzlich ganz andere Dimension deines Wirkens. Und kann sein, dass erst danach dir deine wahre Mission sich offenbart. Also das ist der Schritt, der unabhängig, sogar unabhängig von der Mission notwendig ist. Das allein wäre schon eine Mission, die heutzutage nur sehr wenige Menschen tragen können. Und doch werden es mehr. Das darf man bei aller, du hast es vorhin so ein bisschen meckern auf hohem Niveau genannt, bei aller Liebe, ne? Das stimmt ja auch, aber es werden ja mehr. Und ich glaube, ja, auch der Ruf wird immer lauter, schallender, möchte ich fast sagen, dass es dir links und rechts eine gibt, ja. Aber in diesem Sinne auch ähnlich zu verstehen, wie der Klaps aus dem Männlichen heraus, dir eine kleine Korrektur, ja, zu verpassen. Punkt, ja. Es ist ja liebevoll gemeint, es geht ja gar nicht, das wie du schon sagst. Das macht er selber mit uns. Ganz genau, ja. Es geht nicht um die Strafe. Und ich bin bei dir auch, Patrick. Ja, ich sehe zwar immer mehr Idioten, aber ich sehe auch immer mehr Helden oder potenzielle Helden oder Heldinnen. Also nicht gleich im Sinne mit der Axt, ja, sondern auch große Seelen. Das alles wird offenbar. Ja, Trennung der Welten läuft und ich sehe ja tatsächlich auch Zunahme von moralisch starken, zukunftsträchtigen Menschen. Bin bei dir. Danke. Dann bleibt mir nur übrig, dir zu danken für deine Zeit heute, dass du dir, es war ja schon wieder fast wieder spontan und tatsächlich, liebe Zuschauer, es ist oft so, 5 Minuten vor der Sendung haben wir ein Thema gehabt und ich denke, es ist uns wieder gelungen, den Zahn der Zeit auch zu treffen, denn ich glaube, viele Menschen stellen sich ja diese Fragen und zwar berechtigt, ja, nicht ohne Grund und es bedarf vielleicht da
auch ein bisschen den Rückenwind und die Unterstützung dessen. Und ich hoffe, es ist uns in der Sendung gelungen. Und erstmal natürlich herzlichen Dank an dich, lieber Gor. Ich hoffe auch, dass wir die Stärken gebracht haben. Davon gehe ich aber mal sowas von aus. Lieber Zuschauer, wenn du dies natürlich kennst, empfehle ich dir gerne weitere Filme auch mit dem Gor, die ich gemacht habe. Wenn du zu denjenigen gehörst, die vielleicht das erste Mal zugeschaut haben und denken, was reden die beiden Verrückten, aber ist interessant, will ich vielleicht lernen. Schau mal auf altera.tv, ist der YouTube-Kanal von Gor. Dort findest du jede Menge Inhalte zu viel interessanteren Themen, als wir heute noch besprochen haben. Auch wichtige Themen. Oder auf rasadin.de empfehle ich mal die ganze Buchreihe. Das schadet auch nicht, sich das mal dann ein bisschen tiefgreifender ins Verständnis zu bringen. Das hat schon sehr vielen Menschen geholfen, so viel kann ich auf jeden Fall sagen. Dann bedanke ich mich für deine Aufmerksamkeit, dass du dabei warst und wir hören uns zur nächsten Sendung. Vielen Dank, ich freue mich auf deinen Kommentar und natürlich Daumen hoch, wenn es dir gefallen hat. Danke, ciao.